Sie sind bekannt für ihre hohen Stängel und in den meisten Fällen markant gelbe Blätter um ihre Blüten herum. Die Sonnenblumen. Und damit herzlich willkommen zu 10 Fakten über Sonnenblumen. Fakt Nummer 1. Sonnenblumen sind in Amerika heimisch. In der Vergangenheit wurden sie für Medizin, Farbstoff, Lebensmittel und Öl verwendet und wurden 1500 in die weiteren Teile der Welt exportiert. Fakt Nummer 2. Sonnenblumen wachsen normalerweise bis zu 5 und 12 Fuß hoch. Das sind knapp 1,5 bis 3,6 Meter. Also nicht die niedlichen kleinen Zwergsonnenblumen. Und sie können die volle Höhe in nur 6 Monaten erreichen. Fakt Nummer 3. Die riesige Blume auf Sonnenblumen besteht eigentlich aus vielen kleinen Blüten. Das Zentrum der Sonnenblume, wo sich die Samen entwickeln, besteht aus winzigen Blüten, die Bienen absolut lieben. Fakt Nummer 4. In der Blütezeit zeigen Sonnenblumen eine einzigartige Eigenschaft namens Heliotropismus, bei der die Knospen der Sonnenblume den ganzen Tag lang der Sonne zugewandt ist, beginnend mit dem Tag nach Osten und mit dem Ende nach Westen. Fakt Nummer 5. Die Sonnenblume ist die Staatsblume von Kansas und die Nationalblume der Ukraine. Fakt Nummer 6. Der aktuelle Weltrekord für die höchste Sonnenblume ist mit einer Höhe von 9,17 Metern aufgestellt worden. Angebaut von Hans-Peter Schiffer in Deutschland. Fakt Nummer 7. Sonnenblumen können Giftstoffe wie Blei, Arsen oder Uran aus kontaminiertem Boden entfernen. Sie sind eine natürliche Entgiftung von Böden und wurden bei einigen der größten Umweltkatastrophen der Welt, darunter Tschernobyl und Fukushima, zur Bodenreinigung eingesetzt. Fakt Nummer 8. Nicht alle Sonnenblumenblätter sind gelb. Es gibt mehr als 60 verschiedene Sonnenblumenarten, die auf der ganzen Welt leben. Einige dieser Sorten haben gestreifte Blütenblätter. Einige Sonnenblumen haben auch unterschiedliche innere Farbtöne. Fakt Nummer 9. Der botanische Gattungsname Helianthus leitet sich von der griechischen Wörtern Helios für Sonne und Anthos für Blume ab. Der Name stammt aus der griechischen Mythologie und ist in einem Gedicht von Ovid überliefert. Und für diese Folge der letzte Fakt, die Nummer 10. Voraussetzung zum erfolgreichen Anbau zu Nutzzwecken ist ein tiefgründiger, humus- und nährstoffreicher Boden mit ausreichender Wasserversorgung und viel Wärme durch direkte Sonneneinstrahlung. Und damit vielen Dank fürs Anschauen von diesem Video. Falls du weitere interessante Dinge über Sonnenblumen weißt oder Ideen für weitere Themen hast, dann schreib sie doch einfach unten in die Kommentare. Wenn du das Video gut fandest, dann lass doch einen Daumen nach oben da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniere einfach diesen Kanal.